So, meine Lieben und Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Kicker-Nachrichten vom Donnerstag. Riemann, Einspielsperre. Der VfL Bochum muss im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Rasenball Leipzig ohne Torhüter Manuel Riemann auskommen. Der 32-Jährige, der beim Zweitrunden-Pokalsieg des VfL in Mainz am 23. Dezember in der Verlängerung vom Platz gestellt worden war, wurde vom DFB-Sportgericht für ein Pokalspiel auf DFB-Ebene gesperrt. Batista pfeift bei Club-WM. Erstmals wird eine Schiedsrichterin Teamspiele bei der Club-WM leiten. Das gab der Weltverband am Montag bekannt. Beim Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar mit dem Champions League-Sieger FC Bayern München wird die Brasilianerin Edina Alves Batista Patin leiten. Sie wird unterstützt von ihrer Landsfrau Noisa Pack sowie der Argentinierin Mariana de Almeida als Assistentin. Deutsche Unparteiische wurden nicht berufen. Wolfsburg bindet lang. Beim VfL Bochum hat der Deutsche U19 Auswahlspieler und Innenverteidiger Janis Lang, 18 Jahre, einen Profivertrag bis 2023 unterschrieben. Endspurt beim DFB-Voting. Auf dfb.de sucht der Fanclub Nationalmannschaft die Nationalspielerin und den Nationalspieler des Jahres 2020. Bei den Frauen endet die Stimmabgabe am Montag, 9.1. um 12 Uhr, bei den Männern am Sonntag, 10.1. um 12 Uhr. Oberdorf bleibt Wölfin. Frauenbundesligist VfL Wolfsburg hat den bis 2023 laufenden Vertrag mit Nationalspielerin Lena Oberdorf, 19 Jahre, vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Bilic geht nach China. Slaven Bilic wird Trainer von Beijing Xuan, der Kroate, einst Profi beim Karlsruher SC, unterschrieb 3 Wochen nach seiner Entlassung bei West Bromwich Albion einen 2-Jahres-Vertrag beim chinesischen Erstligisten. Karimi will Präsident werden. Ali Karimi kandidiert bei der Wahl am 28. Februar für das Amt des Verbandspräsidenten im Iran. Der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayern und Schalke absolvierte 127 Länderspiele, war 2004 Asiens Fußballer des Jahres und zählt zu den Kritikern der iranischen Fußballpolitik. Colin Bell verstorben. Colin Bell ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Der Mittelfeldakteur bestritt 48 Länderspiele für England. Bei Manchester City zählt er zu den Clublegenden. Für die Sky Blues absolvierte er zwischen 1966 und 1979 insgesamt 383 Erstligaspiele, wurde 1968 Mainz-Meister, 1969 Pokalsieger und holte 1970 den Europacup der Pokalsieger. Das war's mit den Kicker-Nachrichten und im Anschluss kommen dann noch gleich die Transfergerüchte aus der Serie A. Also seid gespannt, haut rein und ciao.